Ja, kannst du am Anfang vielleicht einen ganz kurzen Überblick geben, wer jetzt Walter Benjamin gewesen ist und was jetzt wichtig wäre, wenn man sich mit Walter Benjamin auseinandersetzen möchte? Ja, also er war in Berlin geboren, im Juli 1892 zu einem ziemlich wohlhabenden Familie, assimilierte Juden, und hatte dann eine widersprüchliche Erziehung in gewissem Sinne. Also er hasste die Schüler, das war für ihn ein Albdruck. Und um davon wegzukommen, hat er sich der Jugendbewegung angeschlossen und hat Zeiten hier in Thüringen, glaube ich, verbracht, bei Gustav Wineken. Und der hat sich da radikalisiert. Der hat so die freie Erziehung gefolgt, kam dann später mit Wineken zum Krach, weil er nicht mit ihm in den Krieg hineinziehen wollte. Er war nicht pazifistisch, aber dachte, dass den großen Krieg Unrecht sei. Also so war er als Jugend dann schon etwas politisiert, aber vielleicht nicht in normaler Weise oder wie man es sich denken würde. Also er wusste zum Beispiel in 1917 von der russischen Revolution, hatte Interesse daran, aber sah sich zu der Zeit eher als Anarchist vielleicht oder wusste nicht ganz so genau, wie er dazu stand. Später aber hat sich das alles ein bisschen verändert und er ist sogar in Ende 26 nach Moskau gegangen, um sich zu überlegen, ob er sich die kommunistische Partei anschließen soll, und fand dort viele interessante Sachen, hat sich mit Intellektuellen und Künstlern und so weiter umgetrieben, fand aber auch einen gefährlichen Hang zum Führerkult in der Gesellschaft und sah, dass die Herrschaft des Geldes ersetzt worden ist durch ein Näher an die Partei, an die Macht, und hat sich dann daran nicht angeschlossen und ist in Europa geblieben, müsste Deutschland verlassen, also praktisch in 27 ist er weggegangen, aber endgültig in 33, weil er Jude war und weil er marxistische Ansätze hatte. Und von dann an ist er in Paris aufgebracht und auch in Dänemark und Schweden bei Brecht, der ein Freund von ihm war. Und der wollte 1940, nachdem er in einem Lager in Frankreich, in besetztem Frankreich, hineingeschleppt wurde, wollte er weg aus Europa und hatte es vor, nach den Vereinigten Staaten zu erlangen, wo Adorno, Horkheimer, Krakauer, andere Menschen, die er kannten, zu der Zeit blieb, wollte dorthin, aber würde auf dem Weg dahin an der spanischen Grenze angehalten. Der hatte kein Ausgangsvisum, musste dort bleiben in Portbou und hat Angst gehabt, gerechte Angst gehabt, dass er der Gestapo ausgeliefert wurde, und hat dann September 1940 da in Portbou an der Grenze sich sein Leben genommen. Was ich an ihm so interessant finde und was immer noch aktuell bleibt, ist sein Ansatz an die Kultur, was auch nicht nur eine Kulturtheorie sei, sondern eine Art des Denkens über das ganze Leben. Er hat sich zum Beispiel interessiert dafür, wie die Technologie sich durch unser Leben einsetzt, wie es neue Menschen aus uns macht und wie wir davon verwendet werden, sowohl wie wir die Technologie und die Technik uns selbst verwenden. Er hat sich zum Beispiel die
neue Qualitäten des Lebens und des Wohnens, des Alltagswohnens analysiert und uns klar macht, wie unsere banalsten Handlungen sozial geprägt werden durch die Technologie, durch die Verhältnisse, in denen wir existieren. Der hat vieles zur Kunst geschrieben und vielleicht am berühmtesten ist sein Aufsatz Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, wobei er versucht, da auszudenken, wie sich in unserer Zeit die Kunst und die Kunstrezeption sich verändert hat unter dem Druck der Technologie, des Kommens, des Films und der Fotografie, wie dabei neue Verhältnisse zwischen Zuschauer und Kunstwerke hineinkommen. Er sagt dazu zum Beispiel, dass mit der technischen Reproduzierbarkeit kommt uns allen die Abbilder zumindest in die Hände. Wir können mit denen umgehen, wir können die in unsere Welt mit hineinbeziehen und dadurch kriegen wir eine neue Beziehung zur Kunst. Das ist nicht mehr das, wozu man hinpilgern muss, wozu man hingehen muss, um das in ihrer Einmaligkeit und Einzigkeit zu sehen. Wir haben alle, können alle Erfahrungen mit der Kunst machen, sei das als Nachbildung von sogenannten großen Kunstwerken oder sei das als schon von sich an reproduzierte Werke wie Film und Fotografie, wobei es keinen Sinn mehr macht, nach dem Original zu fragen. Und dadurch wird, könnte man sagen, unser Leben kulturisiert. Wir haben alle dann einen bestimmten Zugang an diese Sachen. Das heißt bei langem nicht, dass wir alle das Nutzen machen, aber es ist ein Potenz, eine Tendenz, da existiert und das endet dann unsere Beziehung mit der Kunst und gibt uns Möglichkeiten, die man dann so später anwenden kann, um die generelle Beziehung zur Kunst umzustellen in der Gesellschaft. Ja, wir haben ja jetzt schon ein bisschen über Benjamin als einen Kunsttheoretiker gesprochen und er war ja nicht nur ein Kunsttheoretiker, sondern hat auch selber Methoden der Avantgarde angewandt, also beispielsweise die Montage oder er hat das Passagenwerk sollte ja eigentlich auch mit einer surrealistischen Methode entstehen. Für mich wäre jetzt die Frage, was verband Benjamin mit der Kunstavantgarde und was hat ihn insbesondere mit dem Surrealismus verbunden? Ja, also Benjamin hat sich von Anfang an oder von früh an für das Fragment interessiert. Das könnte man vielleicht sehen als Metapher der Welt. Also wenn, wie er sich gedacht hat, die Welt als Zusammenhang irgendwie falsch zusammengestellt ist, dass es Ungleichheiten gibt zwischen den Klassen, zwischen den Menschen, zwischen den Geschlechtern und so weiter, wenn das ungleich zusammengestellt ist, dann musste das zerschmettert werden und wieder aufgebaut werden. Deswegen hat er sich interessiert, auf der einen Seite für die politischen Fassungen, die das gesagt haben, also die von neu anfangen wollten, also in der Tat von neu anfangen, nicht das nur von sich geben würden, wie die Nazis, sondern die Revolutionären, die von wieder alles aufbauen möchten. Zu derselben Zeit ist in den Kunstdiskurs auch so ein Ansatz dazu, wie bei den
Aktivisten, sowohl auch wie bei den Dadaisten, hatte man da angegeben, dass man wieder alles neu aufbauen muss. Und um das zu machen, muss man das Bestehende zerschmettern. Also in dem Sinne könnte man sehen, wie sich Benjamin interessiert für das Auslegen der Kultur, sowohl wie auch die Wohnungsarten, wie man das alles von Anfang wieder aufbauen muss und diesmal bewusst. Also deswegen Fragment. Man könnte das vielleicht in Zusammenhang mit Ernst Bloch da ziehen, wo er seine Polemik gegen Lukács gemacht hat. Also Lukács ging immer auf die Totalität, das muss man zusammenhalten. Man muss in der Kunst zum Beispiel, im Buch ein ganzes Welt als Totalität mit seinen Widersprüchen geben, aber die Betonung ist auf der Totalität. Bloch meinte, nein, unsere Welt ist ungleich und die Totalität, die hat, sei eine falsche. Und das musste man dann zeigen als falsche, als schlecht zusammengestellt, indem man die Fragmentierung, die Unebenheiten, die subjektiven und objektiven Widersprüchen klar macht. Und ich glaube, danach, also nach diesem Ansatz, ist Benjamin auch gegangen. Was er sich interessiert dann bei den Avantgardisten ist, wie man mit dem Fragment umgeht, wie man mit dem zersetzten Zitat umgeht. Dort zum Beispiel hat er sich interessiert für John Hartfield, der auch effektiv ein Zitierer sei. Der nimmt Sachen aus der Realität, aus die schlechte Realität, so Bilder, Goebbels Kopf schneidet er aus der Zeitung hinaus, Bilder vom Reichstag oder was weiß ich, und er nimmt diese Fragmente der Realität und setzt sie zusammen, sodass sie was Neues sagen, sodass sie sprechen. Und für Hartfield ist das eine Wahrheit, die dann sprechen, wenn sie neu zusammengestellt werden, in Zusammenhang mit einer politischen Linie, die verstehen kann, genau wie die Macht distribuiert werde. Benjamin hat auch solche Methode benutzt zum Teil in seiner Arbeit, wobei er auch diese Zitate, diese Fragmente, diese Bruchstücke der Realität für sich nimmt und die dann anders eingestellt, um die Zusammenhänge wieder neu zu machen. Das ist auch eine Art Konstruktivismus oder politischer Formalismus, wobei man versucht, die Welt aus einem neuen Sichtpunkt oder in neue Lichter vorzuzeigen. Und deswegen sind die Methoden der Avantgarde auch für Benjamin sehr wichtig. Er wollte aber nicht im avantgardistischen Ghetto bleiben, aber weil er immer so einen Drang zum Populären hat. Und deswegen hat er sich interessiert für Mickey Mouse und für Charlie Chaplin und hat mal gesagt, obwohl er die Surrealisten total interessant fand, der hat eine Kritik von denen auch, wobei er meinte, die mussten sie bräuchten etwa ein bisschen Disziplin, ein bisschen Organisation, um ihre wunderbarsten Träume in die Realität hineinzusetzen. Aber er hat sich für den nun heimlich interessiert, aber sagt auch in seinem Aufsatz zum Kunstwerk im Zeitalter der technischen Reproduktion, dass dasselbe Publikum, das sich ein bisschen reaktionär vor einem surrealistischen Bild behalte, die sich denken, na, was soll das denn sein? Das ist kein richtiges Bild. Und so ein Publikum
lacht und ist mit einbezogen in einen Film von Chaplin, wo dieselben Methoden von Montage, von Subjektivität in die Wirklichkeit hinausgebracht und so weiter, wo sie dieselben Methoden und dieselben Wirkungen benutzt werden, da das finden sie toll und lernen dabei. Ja, wir haben jetzt schon öfter diesen Kunstwerkaufsatz angesprochen. Eine andere Textsammlung von Ihnen hat den Titel Berliner Kindheit um 1900 und darin beschreibt er ja in sehr bildhafter Sprache Eindrücke aus seiner Kindheit und geht da besonders auf die Erfahrung der Sinne ein. Für mich wäre die Frage, was veranlasst jetzt einen Denker wie Benjamin, sich so intensiv mit seiner Kindheit auseinanderzusetzen? Ja, auf den ersten Blick könnte man sich denken, das sei die reine Nostalgie. Er hat zum Beispiel diese Memoiren zu der Zeit geschrieben, als er Deutschland endgültig verlassen müsste. Ich glaube, die erste Fassung sei im März 1933 dann vollkommen geschrieben worden. Und es gibt schon was daran, dass er zurückblickt und denkt, was für sich ist verloren gegangen, dass er Berlin verlassen müsste und ahnt er vielleicht dann, dass er nicht wieder heimkehren dürfte. Der hat selbst gemeint, dass das sei eine Art Inokulation irgendwie gegen die Heimkrankheit oder Nostalgie oder so, dass man das alles aufschreibt, um dann ein Ergebnis daraus zu ziehen, was verloren gegangen sei und was noch zu retten sei. Aber muss man auch sagen, dass wenn er das schreibt, ist er ganz klar, dass das eine kollektive Geschichte sei, was er da schreibt. Das ist nicht nur seine persönliche Erfahrung, obwohl wenn man das liest, ist es sein subjektiver Anteil daran ist sehr, sehr wichtig. Aber das schreibt quasi eine Klassengeschichte auf der einen Seite. Wie war das? Wie war es im 1900 ein Bürgerkind zu sein in Berlin? Wie war die Stadt? Wie hat das alles gerochen? Was hat man dort gesehen? Was wusste man von den Arbeiterkindern, die man mal sehen konnte, wenn man auf den auf dem Logia stehen würde und nach hinten sehen würde? Wie war das mit einem Kindermädchen im Haus zu wohnen? Und wann würde es einem klar, dass nicht alle Leute Kindermädchen zu Hause haben? Und was bedeutet das alles? Also man sieht ein Berlin, das voll mit Grenzen ist, an die er herankommt, manchmal überschreitet, manchmal nicht überschreiten darf oder mag. Und das wird alles klar geworden. Das ist dann eine kollektive Geschichte oder ein kollektives Bild einer Stadt durch seine Subjektivität dargestellt. Was da wichtig ist für ihn, ist, dass wenn man ganz genau da guckt, wenn man die fragmentierten Erfahrungen zusammenstellt, sieht man dadurch, dass es schon Zeichen des kommenden Gefahren gibt. Zum Beispiel in der Schule an der Kaiser Friedrich-Gymnasium in Charlottenburg, wo er als Kind studierte, sieht man schon die Militarisierung, die, meint er, ganz tief auch sowohl in die Architektur sich einprägt, sowohl wie auch in den Ermahnungen der Lehrer, die von Vaterland sprechen und so weiter. Da sieht man schon 1905, dass der Krieg kommen wird. Aber, und noch weiter sieht man dann, also und das ist alles nicht
vermeintlich, der stellt es nicht so dar. Also es hätte auch anders sein können, aber es ist so gekommen und man kann dann die Tendenzen dazu sehen. Und, so diese Stadt, die sich als vollkommen prunkhaft vorgibt, gerade dadurch, in seinen Elementen, sieht man die Kerne des kommenden Gefahrs, der Militarisierung, der Vermarktung der Gesellschaft, der Wirtschaft und so weiter. Aber warum schreibt Benjamin das? Ich glaube, er schreibt das, weil er sich unheimlich interessiert für die Kindheit und die Möglichkeiten der Kindheit, die sich reproduzieren in jeder Generation. Und der versucht, einen weitäugigen Blick zu erfinden, wodurch alles, was passiert, sich offen darstellt. Es hätte auch anders sein können. Es könnte nicht Krieg kommen, sondern die große Spielerei. Es könnte Identifikationen kommen statt Schlacht zwischen den Menschen. Benjamin sagt zum Beispiel, wie das Kind sich so gerne den anderen Sachen und den anderen Menschen imitiert. Und das ist eine Art Identifizierung statt den anderen ausgrenzen. Und das ist ein Impuls, das sich in der Kindheit lagert. Und in dem Sinne könnte man auch sagen, dass er dann quasi eine Kindheit des Kapitals ausgräbt, die, oder vielleicht besser, eine Kindheit der Technologie und der sozialen Entwicklung ausgräbt, der sich anders hätte ausfalten können. Benjamin hat sich ja auch vor allem einen Namen gemacht, weil er die Werke des französischen Dichters Baudelaire übersetzt hat und sich sehr intensiv mit ihm auseinandergesetzt hat. Was verbindet Benjamin mit Baudelaires La pour La? Also für Baudelaire hat er sich interessant, weil Baudelaire als repräsentativer Dichter da vorkommt. Benjamin interessiert sich, wie gesagt, für die Kindheit sozusagen von dem Kapital oder von dem kapitalistischen Zeitalter. Und Baudelaire steht da Mitte des 19. Jahrhunderts in Frankreich nach einer Reihe revolutionärer Versuche, die immer wieder scheitern, einigermaßen oder sich nicht verallgemeinern. Und in dem Sinne sind nur halbe Revolutionen. Da ist Baudelaire und der ist Erbe von all dem. Und der versucht zu schreiben. Der will Poet, der will Lyriker werden, aber der will Lyriker werden in der Zeit, als die Kunst sich völlig umgestellt hat, als es nicht mehr Patronat gibt, als wie Marx sagt, und Benjamin interessiert sich für diesen Absatz aus Marx, Napoleon der Dritte, sobald er seine Herrschaft vervollkommen hat, braucht nicht mehr die Intellektuellen, die Leute, die für ihn die Ideologie vorschreiben können oder Propaganda machen können. Er ist jetzt an der Macht, er ist dort gelangt und braucht diese Leute, diese Schriftsteller und so weiter nicht mehr, weil sie immer nur Fragen und Probleme und alles aufwerfen. In dem Sinne dann gibt es kaum eine Rolle mehr für die Intellektuellen und die Schriftsteller und besonders nicht die Lyriker.
deren Lyrik keiner braucht. Deswegen müssen diese Leute sich an die Markt wenden und versuchen, dort andere Märkte, andere Kunden da zu finden, die vielleicht das Lyrik wollen oder Journalismus. Und Baudelaire war auch Kritiker wie Benjamin, hat so zu den Kunstsalons Rezensionen geschrieben und Sachen über die Mode und so weiter. Also Baudelaire interessiert Benjamin, weil er genau zu der Zeitpunkt kommt, in dem ein Mensch seine intellektuelle Arbeit verkaufen muss. Und er geht wie jeder andere Mensch, wie jeder andere Arbeiter, der sich seine Arbeitskraft verkaufen muss auf dem freien Markt. Und Benjamin sagt, dass man diese Widersprüche, diese Probleme, diese Verletzungen, diese Unsicherheiten schon in der zerbröckelten und bitteren Lyrik Baudelaires lesen kann. Und dass Baudelaire vom Alltag schreibt, dass er über Steuer auf Wein schreibt oder über die Straßen und wie man sich dort einnisten muss, weil man keine luxuriöse Wohnung mehr hat oder wie man auf dem Asphalt die anderen Leuten als Beute sehen muss, um die kuriosesten Typen in die Gedichten hineinzubringen, über denen zu schreiben und das dann zu verkaufen als Physiognomie oder als lustige Skizzen einer Gesellschaft. Baudelaire zeigt dann eine neue Art des Wohnungs innerhalb der Großstadt, wo einem Mensch immer auf der einen Seite bereit sein, was zu machen, was zu sehen, was hinaufzuschreiben, falls man das dann an die Zeitungen verkaufen kann. Auf der einen Seite ist man immer ein bisschen betäubt, weil es so schockierend ist auf den Straßen, weil es so viele Einflüsse und Impulse gibt, dass man, wenn man sich denen voll aussetzen würde, würde man krank oder geisteskrank oder überfordert irgendwie. Und diese neuen Methoden des Lebens, diese Techniken des Lebens, wandeln sich in Techniken des Schreibens, was Benjamin dort im Baudelaire da findet und auslegt und analysiert. Benjamin hat ja jetzt nicht nur in die Vergangenheit geschaut und sich mit der Dichtkunst der Vergangenheit auseinandergesetzt, sondern er hat sich auch sehr intensiv mit Künstlern seiner Zeit auseinandergesetzt, so zum Beispiel mit Bertolt Brecht, mit dem ihn auch eine sehr intensive Freundschaft verbunden hat. Könntest du diese Beziehung irgendwie beschreiben? Ja, es ist eine interessante Beziehung und auch eine kontroverse Beziehung, weil seine anderen zwei Freunde, die ihm ganz eng waren, Gershom Scholem, der Zionist, der nach Palästina gegangen ist, und Theodor Adorno, der jünger als Benjamin war, aber ihn zum Teil gestützt hätte. Beide haben die Beziehung mit Brecht verurteilt und meinten, also die könnten das gar nicht verstehen, Brecht sei grob, zu politisch oder beziehungsweise marxistisch. Benjamin aber
hat wirklich eine gute Beziehung zu Brecht und hat viele Monate sogar zusammen mit ihm gelebt, in den Norden, als Brecht weg aus Deutschland musste und nicht nach Moskau gehen wollte, sondern oben nach Dänemark zuerst und Schweden. Benjamin, weil er überhaupt kein Geld hatte, als er älter war und auch also in seinem ganzen Leben, nachdem er aus der Hause weg war, ist er ziemlich arm geworden. Also Brecht hat ihn unterstützt dabei, dass er ihn monatelang bei ihm in Skandinavien wohnen lässt und die Bibliothek also Benjamin übergeben hat, sodass er seine Schriften, was er auch für Geld machen müsste, dort schreiben konnte. Ich glaube, was die zwei verbindet, also sie sind zusammengebracht worden in den 20er Jahren und da hatte Asia Latsis, die Freundin von Brecht zu der Zeit, was mit zu tun. Sie arbeitet im Theater in Riga und Kindertheater und glaube, es war durch die, dass die Beziehung vermittelt würde. Und die haben sich halt füreinander interessiert. Es ist komisch in einem gewissen Sinn, in dem Benjamin viel lieber über den Film geschrieben hätte als über Theater. Für ihn war Theater nicht eine vergangene Form, aber nicht nötigerweise eine Form der Zukunft. Aber die Form, die Formen, mit denen Brecht gearbeitet hatte, dieses epische Theater, hat vieles gemeinsam mit dem Film, gerade durch diese Zerstückelung, durch die Unterbrechung, die, auch wenn man das im Film nicht sieht, die immer dabei ist im Film, weil es durch die Montage zusammengestellt werde. Bei Brecht ist das auch ein formales Prinzip, dass das werde durch kleine Szene gemacht, genauso wie Gags in den Trickfilmen, was Benjamin ja auch interessiert. Das heißt, es werden die Sachen immer aufgebrochen. Es gibt immer eine neue Sichtweise oder die Zeitpunkte werden anders und man geht aus einer Zeit in die andere und so weiter. Es ist alles nicht lineare, sondern zusammengestellt. So im Film nachher wird das alles so zusammengestellt. Bei Brecht ist es halt so geschrieben, dass man keine griechische Prinzipien von der Einheit von der Zeit, von dem Raum von der Weise bracht, sondern man sich frei über Zeit und Raume und Arten sich verfügt. Was noch? Also Benjamin war zu der Zeit vielleicht die grundsätzlichste war das grundsätzlichste Versuch, die Ästhetik zu politisieren, neue Art des Zuschauens zu finden, die Zuschauer anders mit einzubeziehen in den Stücken. Genau war das so für Benjamin bei Film, dass der Film den Zuschauern anders aufwirkt als andere Formen der Kunst, dass die Zuschauer sozusagen aktiviert werden oder
sich berechtigt fühlen, da ein Urteil aufzugeben, also die Handlung zu beurteilen in irgendeinem Sinn, auch sowohl bei Film wie bei Brecht, dass die Künstlichkeit der Situation zu verstehen, durchzusehen und dann zu kommentieren. Also für Benjamin hat Brecht dann Methoden ausgelegt im Theater, was sich auch übertragen lassen auf den Film, was er dann gemacht hat. Gut, dann danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch.